gescannt von allen. Mhm. Wir fahren jetzt heute noch zu Bayern. Kilpi Border. Von Griechenland in die Türkei. Jetzt wird es langsam spannend. Wird schon tief gehen. Ja, guck, hier ist also abgefuckt grün alles. Einfach so. So, wir sind in der Türkei. Das hat gefühlte 2 Stunden gedauert, glaube ich, bis wir alle Stationen abgeklappert haben. Aber jetzt sind wir unterwegs! Autofahren in Istanbul. Super.
Wir fahren gerade durch einen Tunnel und nicht durch irgendeinen Tunnel, sondern durch einen Tunnel unterm Bosporus durch. Das bedeutet, wir durchfahren gerade die Grenze von Europa nach Asien. Es müsste ein paar Metern soweit sein. Ich weiß nicht, ob ein Schild kommt oder so. Ich glaube nicht. Aber wir sind ganz kurz davor, die ersten Meter in Asien zu fahren. Projekt Asien kann also jetzt endgültig starten. Guten Morgen zusammen. Nach, ich glaube, 6 Tagen in Istanbul sind wir gestern Abend noch aus der Stadt rausgefahren, um nicht noch eine Nacht im City Center zu verbringen, sondern an diesem schönen See. Wir stehen da oben. Ja, ich sehe gerade, wir werden bewacht von so einem Aussichtsturm. Naja, passt schon. Wir sind gestern Abend noch rausgefahren. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Es sind 90 Kilometer Luftlinie. Hat aber fast 4 Stunden gedauert. Deswegen sind wir erst im Dunkeln hier angekommen, aber gerade aufgestanden. Und es ist doch ganz schön, vor allem ruhig, raus aus der 15, 20 Millionen Einwohner-Metropole Istanbul, die aber sehr, sehr cool war. Wenn sie unglaublich, also es ist natürlich eine riesige Stadt und wir haben nur das kleine Zentrum davon sehen können in der Woche, aber sehr, sehr cool. Jetzt sind wir, wie gesagt, rausgefahren, fahren jetzt gleich nach dem ersten Kaffee weiter Richtung Izmir, schauen uns da ein bisschen um, beziehungsweise fahren, glaube ich, direkt an den Strand, denn wir wollen mal unbedingt ins Wasser springen und duschen wieder und ja, weiter geht's. Guten Morgen, Tina Mensch. Guten Morgen. Gefällt dir das hier? Wo hier? Wo wir hier sind. Ja. Ist ruhig. Habe ich auch gesagt. Wir sind in Izmir. Oder wie ich auch zu sagen pflege, in ist mir egal, egal. Okay, kannst du ja danach draußen. So, wir sind angekommen an unserem heutigen Stellplatz. Auf der App sah das nach so einer schönen kleinen verlassenen Landzunge aus, in der Mitte von 2 Buchten. Richtig cool, richtig schön. In Realität ist es auch so. Allerdings sehen das auch ungefähr 300 Einheimische so. Wir stehen da, werden aber wahrscheinlich morgen weiterfahren und uns ein ruhigeres Plätzchen suchen. Mal schauen. Thank you.
Tina, ja. Wo sind wir? Was schauen wir uns hier an? Was ist das? Das ist ein Berg. Ein weißer Berg. Warum ist der weiß? Weiß ich nicht. Thermalquellen. Und das Wasser ist extrem Calciumcarbonat, halte ich, glaube ich. Und das lagert sich dann ab. Und deswegen sind da überall so weiße Terrassen und Ablagerungen. Und das schauen wir uns mal an. Ich mache jetzt ein Video. Mach halt einen coolen Trick. Okay, komm zu mir. Das war der erste Teil unseres Trips durch die Türkei. Ein Zusammenschnitt der ersten anderthalb Wochen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Inzwischen sind wir schon sehr viel weiter in den Osten des Landes vorgedrungen, aber davon erzählen wir euch dann in der nächsten Episode. Bis dahin.